Moin Moin und hallo, heute soll es um die Programme in eurer AEG 7000er Serie. Das ist meistens ein Kombigerät, wie ihr hier seht. Da könnt ihr waschen und trocknen in einem. Erstmal einschalten, also ihr packt das Zeug in die Trommel, dann kommt hier oben, kommt dann das Waschmittel rein, habt ihr alles erledigt, dann kommt ihr ja dazu, dass noch das Wasser angestellt werden sollte und natürlich der Strom da ist, dann könnt ihr das die Maschinchen nämlich anmachen. Dann haben wir unterschiedliche Programme. Fangen wir oben an. Das gute alte ECO-Programm. ECO 40 bis 60. Warum heißt das ECO 40 bis 60? Das ist ein Modus für nur Waschen. Wenn ihr auf 8 Kilo gehen wollt. 8 Kilo, okay? Denn eure Maschine kann 8 Kilo, steht ihr da, waschen. 4 Kilo, wenn ihr direkt mit Trocknung dazu bucht. Wenn ihr nur trocken macht, gilt auch 4 Kilo. Nur mal so nebenbei. ECO 40 bis 60 bedeutet, dass wir hier von 40 bis 60 Grad Celsius in der Temperatur uns aufhalten können. Temperatur könnt ihr hier setzen. Und was geht? Es geht sogar 30. Okay. Also ECO 40 bis 60 geht von 30 Grad Celsius bis dem geburnten 60 Grad Celsius. Dieses ist für weiße und farbbeständige Baumwollwäsche. Farbbeständige heißt einfach Color. Das heißt Klamotten, die nicht weiß sind. Achtet aber drauf, wenn ihr weiße Wäsche wascht, dass ihr dort ein Universalwaschmittel benutzt. Und bei Color, bei farbbeständiger Baumwollwäsche, benutzt ihr ein Colorwaschmittel. Wir können also auch die Umdrehungen hier einstellen auf unterschiedliche Umdrehungszahlen. Das ist das Schleudern. Ihr könnt runter auf 400 oder bis 1600 hoch. Dort müsst ihr dann entscheiden, wie trocken soll es rausbekommen, ohne dass der Trockner benutzt wird. Denn wenn ihr den Trockner nicht benutzt, spart ihr Strom. Das ist für alle gut, für euren Geldbeutel und für die Umwelt. Wenn mit 1600 Umdrehungen die Schleuderleistung eingestellt wird, kommt eine Zentrifugalkraft zur Sprache, die dann das Wasser aus der Waschmaschine auf die Wände drückt. Dadurch trocknet eure Wäsche. Wenn aber eure Wäsche zum Beispiel so Aufnäher hat, die gedruckt sind, also keine Aufnäher, sondern gedruckten Stuff drauf habt, müsst ihr gucken, ob die das so gut vertragen. Ansonsten gibt es da ein bisschen Knitterei. Das solltet ihr einfach dann euch anpassen. Fangt also mit ungefähr 1200, da macht man eigentlich nie was falsch und geht dann langsam hoch, wenn es dann gut funktioniert. Also ihr könnt 400 Umdrehungen machen, 1600 Umdrehungen pro Minute. 8 Kilogramm gehen höchstens rein. Drunter könnt ihr euch natürlich auch aufhalten, denn sie durch das Dual Sense Technology wiegt eure Waschmaschine nämlich, wie schwer eure Wäsche da drin ist und wird dann natürlich auch die Zeit anpassen, weil die Zeit ist echt viel, wie ihr seht. 4 Stunden 42 Minuten. Was wir noch dazu buchen können, ist Zeitersparnis. Dann geht es wirklich runter. Dadurch verbraucht ihr aber ein bisschen mehr Energie und die Chillphasen zwischen den einzelnen Waschrhythmen ist dann etwas kürzer gewählt. Dann haben wir noch die Zeitvorwahl. Dann könnt ihr genau programmieren, ob sie in ein paar Minuten starten sollte oder in ein paar Stunden. Dann können wir noch optional auch Waschen und Trocknen dazu buchen. Hier gibt es dann die Trockenzeit, die wir noch dazu buchen könnten, beziehungsweise den Trockengrad. Schrank trocken, sonnig, wie vom Strand. Oh, da können wir also auswählen, ob das Schrank direkt in den Schrank reingeballert werden kann oder so richtig knochentrocken sein soll. Dann können wir natürlich auch von hier direkt auf das Trockenprogramm umswitchen und um zu starten, drücken wir Start- und Pause-Taste. Das nächste Programm ist das Baumwollenprogramm. Das Baumwollenprogramm hat es schon drauf. Das ist für weiße und auch farbbeständige Baumwollwäsche. Hier können wir nämlich jetzt sogar bis zum Kochen kommen. 95 Grad Celsius. Das heißt, wenn ihr weiße Wäsche habt, die aus Baumwolle ist, die ihr kochen dürft, dann kocht ihr sie hier in der Waschmaschine. Braucht ihr nämlich nicht mehr auf dem Ofen zu machen. Sag mal gut, ne? Oder ihr habt hier Geschirrhandtücher etc., die könnt ihr auch kochen, und zwar mit 95 Grad Celsius. Da gilt auch wieder 8 Kilogramm maximal. Die Umdrehungen hier sind individuell einpassbar, wie ihr seht, und zwar wieder von 400 bis 1600. Da können wir auch wieder optional unsere
Waschtrockenleistung dazu holen oder alleine in das Trockenprogramm direkt switchen. Pflegeleicht. Das gute alte Pflegeleichtprogramm. Das ist für pflegeleichte Wäsche oder Mischgewebe. Hier kommt also unser Synthetikfreund zum Einsatz. Wenn ihr synthetische Stoffe haben solltet, könnt ihr hier auch das dann auch hier reinfüllen. Hier geht es auf 30 Grad, auf 20 Grad. Hier kann man sogar bis zur Kaltwäsche gehen. Und 60 Grad ist der höchste, weil die meisten synthetischen Stoffe dürfen nicht heißer als wie 60 Grad gewaschen werden. Das ist trotzdem immer noch pflegeleicht. Und pflegeleicht, seht ihr, geht es hier auch in den Umdrehung pro Minuten Einstellungen ganz schön zur Sache. 40 bis 60 Grad oder sogar Kaltwäsche, 1200 Umdrehungen sind möglich, 400 im Niedrigen. Achtet aber darauf, 3 Kilogramm sollte eure Wäsche nicht überschreiten in diesem Programm Stil. Das ist also normale, verschmutzte Wäsche, die hier reinkommt. Die kann auch Baumwolle sein. Das geht natürlich auch. Mischgewebe oder Synthetikgewebe. Hier können wir auch die ganze Zeit dann unser Trockenzeugs dazu buchen und das Trocknen wieder einzeln setzen. Kommen wir zur Feinwäsche. Die gute alte Feinwäsche. Für empfindliche Wäsche, wie zum Beispiel aus Acryl, Viskose und natürlich da auch wieder Mischgewebe, die schonend gewaschen werden soll. Normal und leicht verschmutzte Wäsche hat hier Platz. Hier seht ihr, die Temperaturwahl ist sehr begrenzt. Sie geht nur bis 40 Grad hoch. Denn je höher die Temperatur ist, je mehr Schaden kann sie anrichten. Aber je mehr kann sie aber auch sauber machen. Das hat ein Hin und Wider. Beim Feinwäsche solltet ihr nur 2 Kilogramm maximal an Wäschepower da reinballern. Die Schleuderleistung ist hier auch begrenzt auf 1200 Umdrehungen oder 400 im unteren Satz. Das ist also für eure empfindliche Wäsche. Wenn ihr Wolle oder Handwäsche habt, ne, also wenn das Handwäschsymbol auf eurer Klamotte ist, dann müsst ihr nicht mehr mit der Hand waschen. Nein, das schafft die AEG 7000 Serie auch. Sie kann also, weil sie hat mehrere Hände eingebaut, die dann die Wäsche zwischendurch schön durchkneten etc. Nein, war nur ein Scherz. Dadurch wird nicht so doll die Wäsche hin und her gerüttelt. Hier kommt also maschinenfeste Wolle rein. Und handwaschbare Wolle und andere Teile mit dem Handwaschpflegesymbol einfach. Guckt mal, was hier passiert. 1,5 Kilo maximal. Das heißt, die Wäsche soll schön viel Platz haben. Das simuliert nämlich die Hände, die eigentlich immer da dann rumfummeln. Dadurch, dass mehr Platz in der Trommel ist, dadurch, dass wir nur 1,5 Kilogramm Wäsche reinpacken, kann die sich da freier bewegen. Die hat dann richtig Spaß da. Und das für nur 1 Stunde und 4 Minuten oder weniger. Denn das DualSense-System merkt ja, wenn da zum Beispiel noch weniger drin ist. Temperaturmäßig sind wir jetzt hier auf 30, also von Kaltwäsche bis auf 40. Die Umdrehungen der Schleuderleistung geht von 400 bis 1200. Ne, da müsst ihr genau gucken, je höher, je mehr könntet ihr kaputt machen an der Wäsche. Also schön gemacht. Hier könnt ihr auch wieder das Trocknen dazu setzen oder das Trocknen einzeln ansteuern. Jetzt kommen wir zu das Outdoor-Programm. 30 bis 40 Grad Celsius können wir hier aussuchen an der Temperatur oder wir können es auch Kaltwäsche waschen. Das heißt, je kälter, je bubriger? Nein, weniger Temperatur bedeutet weniger Lösung der Fetten etc. in der Wäsche. Das heißt also, je höher die Temperatur, umso mehr wird temperaturbestimmt schon rausgelöst, der Dreck, klar. Aber viele Sachen können einfach nicht so hohe Temperaturen aushalten, die gehen dann eventuell kaputt oder laufen ein. In diesem Programm sollten wir keinen Weichspüler verwenden und wir sollten sicherstellen, dass keine Weichspülerrückstände in der Waschmittelschublade sich selber aufhalten. Dafür macht ihr hier oben einfach auf und guckt mal, ob da noch Weichspüler drin ist. Ne, kann ja mal passieren, dass da einer seinen Weichspüler vorher vergessen hat. Ne? Wenn der noch da drin ist, solltet ihr den dann absaugen. Vielleicht nicht mit dem Mund, sondern holt dann einfach die Kamera raus. Es ist gut für Outdoor-Kleidung, für Sportgewebe, für imprägnierte und atmungsaktive Jacken zum Beispiel. Oder Jacken mit herausnehmbaren Fließteilen oder Innenwattierung etc. Also für die Sachen, die ihr im Outdoor-Bereich gerne einsetzt und die auch danach immer noch relativ gut imprägniert sein sollten. Bei der Durchführung eines kombinierten Wasch- und Trockenprogramms sollten wir die Trockenphase auch die wasserabweisenden Eigenschaften wiederherstellen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Temperatur wählen, ne,
Achtet darauf halt, dass ihr nicht zu hoch geht, aber eigentlich geht es ja gar nicht so hoch. 40 Grad sollte eigentlich alles schaffen. Dann macht ihr die Schleuderumdrehungen auch so rein, wie ihr das gerne hättet. Nur kann hier zaubern, wie ihr seht. Ich brauche gar nicht den Finger drauf halten. Und dann könnt ihr das hier nämlich so einstellen, wie viel Umdrehung geschleudert wird. Wenn ihr dann auch noch das Trockenprogramm dazu setzt, seht ihr, könnt auch das Fassungsvermögen verändert sich. 2 Kilogramm maximal. Und hier könnt ihr dann wieder den Trockengrad nicht einstellen. Wie ihr seht, das ist nämlich hier gelockt. Es geht nur schranktrocken. Das ist also für eure outdoor-aktiven Sachen gedacht. Und dann kommen wir zum großen Non-Stop 6T. Wow! Guck mal, jetzt wird richtig gelockt hier. Hier können wir jetzt nur noch die Temperatur auswählen. Und zwar auch jetzt gar nicht so massiv krass, sondern wir haben 30 und 40 Grad zum Einsatz, was aber eigentlich so der Standard-Temperaturauslöser ist. Dann haben wir Waschen und Trocknen eingestellt und wie ihr seht, wir können hier eigentlich gar nichts machen. Das ist sozusagen das, ich muss mal schnell was trocknen und waschen. Das geht alles nonstop in 60 Minuten. Das ist ein Komplettprogramm, bestehend aus Waschen und Trocknen bei geringer Beladung mit Mischfasern, Baumwolle und Synthetik. Das heißt also, wir können hier alles reinballern, was wir eigentlich wollen. Und in 60, was natürlich aber auch Trocknen geeignet ist. Wenn ihr da was reinballert, was nicht gut fürs Trocknen ist, dann solltet ihr das vielleicht unterlassen. Aber ansonsten können wir da alles reinballern und das ist in einer Stunde dann schon trocken und wieder tragbar für uns, kommt es dann da raus. Nächstes Programm, Dampfprogramm. Das Dampfprogramm kann für getrocknete, gewaschene oder einmal getragene Wäsche benutzt werden. Dieses Programm können Falten und Gerüche reduzieren und machen unsere Wäsche weicher. Ist das nicht schön? Wir verwenden kein Waschmittel in diesem Programm. Wir sollten Flecken bei Bedarf aus der waschbaren Klamotte entfernen oder verwenden dort einen Fleckenentferner vorher und packen das dann da rein. Das Dampfprogramm sind keine Hygieneprogramme selber. Das heißt, hier haben wir, wie ihr seht, auch wieder nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Wir können hier sogar auch noch eine Zeitersparnis reinsetzen, wie ich gerade sehe. Wir dürfen maximal 1 Kilogramm reinmachen, können demzufolge also unsere Wäsche auffrischen. Ne? Ihr solltet darin nicht Wäschestücke nutzen, die bei einer Temperatur unter 40 Grad selber gewaschen werden sollten. Lasst das besser. Und die Wäsche, die laut Kleidungsetikett nicht trockener geeignet sind, sollten hier auch nicht reinkommen in dieses Programm. Und Wäsche mit Pflegesymbol, nur chemische Reinigung, unterlasst es auch in dem Dampfprogramm zu waschen oder aufzufrollen. Das Spülenprogramm zum Spülen und Schleudern der Wäsche selber. Da passen alle Gewebearten drauf, außer Wollwäsche und sehr empfindliche Feinwäsche. Und wir sollten jetzt natürlich hier dann, können wir, Temperatur geht nicht, Fleckenvorwäsche geht auch nicht, die Umdrehungen pro Minuten, sprich die Schleuderanzahl, können wir hier noch variieren. Denn hier wird gespült und geschleudert. Und ihr seht, es ändert auch hier. Also hier können wir Zeitvorwahl wieder natürlich wählen, aber Zeitersparnis geht nicht. Wir können aber die Umdrehungen der Schleuderleistung dann selber einstellen. 1600 bis 400. Hier wird also gespült und geschleudert. Mehr wird da nicht gemacht. Deshalb dauert das auch nicht so lange. Dann kommen wir zum Schleudern und Abpumpen. Ja, das passt auch für alle Gewebearten, außer für Wollwäsche und Feinwäsche. Und da können wir maximal 8 Kilogramm reinpacken. Das habe ich beim Spülen gerade gar nicht gesagt. Auch beim Spülen passt bis zu 8 Kilogramm rein. Beim Schleudern und Abpumpen genau das Gleiche. Nur dort kommen wir jetzt nicht ins Spülen, sondern hier wird nur geschleudert und abgepumpt. Das heißt, hier ist das sozusagen der letzte Schritt, den wir hier einleiten könnten, wenn wir pitschnasse Klamotten haben, weil wir vergessen haben, beim Baden sie auszuziehen, können wir hier schleudern und abpumpen machen, danach sind sie wieder trocken, relativ trocken. Hier geht auch nichts, außer die Schleuderleistung einzustellen. Also, ihr seht, in den ganzen oberen Programmen können wir auch noch dazu Flecken und Vorwäsche dazu buchen.
Flecken ist ein Programm, wo dann intensiver auf die Fleckenentfernung hingearbeitet wird, weil sie sehr dreckig ist. Und die Vorwäsche selber ist dafür da, um einen Vorwaschgang zu platzieren, wo wir dann aber auch Waschmittel in die Waschbarriere hier vorne reinpacken sollten mit der römischen 1. Das Vorwaschprogramm, seht ihr, können wir und das Fleckenprogramm im Eco, im Baumwoll, im Pflegeleicht auch, in der Wolle können wir es nicht wählen. Also ihr seht, es ist hier schon so, dass man sich hier jetzt nicht großartig vertun kann. Nonstop geht es auch nicht beim Dampfen. Also ihr könnt es bei Eco, bei Baumwolle, bei Pflegeleicht benutzen, dort eine Vorwäsche platzieren zu können. Der Standardmensch sollte auf Pflegeleicht gehen, dann auf 40 beziehungsweise noch drunter oder höchstens 60, aber meistens macht man 40 Grad pflegeleicht umdrehungsmäßig. Hier geht ihr so hoch wie es geht. 1200 war das gerade. Geht man auf 1200 und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch die Zeitersparnis dazu buchen und dann habt ihr in 47 Minuten 3 Kilogramm Wäsche ganz gut wieder sauber bekommt. Also das ist das Standardding, was man eigentlich für fast alles benutzen kann. Waschmittel kommt dann in Römisch 2 und das reicht dann schon. Ne, Weichspüler solltet ihr auch noch nehmen und dann schönen Tag noch. Das sind also die ganzen Programme, die ihr hier an der AEG 7000er Serie Kombigerät durchführen könnt. Und dann sage ich damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sunt, sunt.